Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Berater aus dem wunderschönen Düsseldorf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal wieder um ein Werkstattvideo und zwar aus der Werkstattpraxis. Ich bin von einem Kunden gebeten worden, seinen Computer aufzurüsten. Er hat nämlich das neue Autorennen F1 sich gekauft und hatte dann festgestellt, dass sein Rechner so ein bisschen an seine Leistungsgrenzen kommt und ich sollte doch bitte den dann entsprechend aufrüsten. Ging erstmal nur um eine Softwareaktualisierung, da er meinte, der würde dann nur über Windows 11 laufen. Aber den Zahn musste ich ihm dann ziehen. Das lag also nicht daran, sondern es lag tatsächlich daran, dass sein Rechner erstmal schon gar nicht mehr Windows 11 kompatibel ist. Da fehlten zwei Komponenten, leistungsstarke CPU und auch der TPM2-Chip, also dieser Sicherheitschip. Und deswegen fiel dann also das Update auf Windows 11 aus, das Windows 10, was da drauf war, wie gesagt, alle Komponenten zusammen haben die Anforderungen nicht erfüllt. Aber wie es da weitergeht und was ich da gemacht habe, das seht ihr nach dem Intro. Ja, da ist das gute Stück. Das ist ein Rechner, der war schon ein paar Mal bei uns. Wir haben mal eine SSD nachgerüstet und so das eine oder andere dran gemacht. Und jetzt geht es natürlich immer generell um die Frage, lohnt sich hier das Aufrüsten? Ich kann diese Frage jetzt hier in dem Fall direkt auf den ersten Blick eigentlich mit Ja beantworten, weil wir haben hier ein sehr schönes, geräumiges Gehäuse und vor allen Dingen haben wir ein leistungsstarkes Netzteil, was ja im Prinzip die Voraussetzung auch fürs Aufrüsten ist. Das leistungsstarke Netzteil geht natürlich aus dem Grund hervor, weil wir hier jetzt schon eine relativ gute Grafikkarte haben. Das ist eine 1060, wenn ich mich recht erinnere. Und die brauchen natürlich auch ihren Strom. Und dann haben wir hier einen Intel-Prozessor darunter. Deswegen habe ich dann auch bei dem Nachrüst-Kit, was ihr gleich sehen werdet, dann auch mich wieder für Intel entschieden. Und wir haben hier zwei DDR3 Speicher und das sind dann im Prinzip die Komponenten, die ihr prüfen müsst. Als erstes müsst ihr natürlich gucken, wofür will ich das Ganze aufrüsten. In dem Fall war es ja für das F1, also für dieses Autorennen-Spiel. Und da sind eigentlich die Anforderungen nicht so hoch, aber letztendlich wollen wir ja nicht nur die Mindestanforderungen voll erfüllen, sondern eigentlich eher die optimalen Anforderungen. Und da geht es eigentlich dann nur noch um den Geldbeutel, wie viel kann ich mir davon leisten und wie viel nicht. In meinem Fall habe ich ein relativ hohes Budget zur Verfügung gestellt bekommen und konnte also da zulangen. Ich gucke natürlich, bevor ich loslege, erstmal, was ist das für ein RAM? Ist der vielleicht schnell genug? Kann ich den verwenden? Aber da hier ja DDR3-RAM verbaut ist, hat das natürlich dann schon mal nicht mehr geholfen, denn den müssen wir dann im Prinzip austauschen gegen aktuelle, weil die aktuellen Boards haben ja alle DDR4. Dann ist die Frage, Grafikkarte übernehmen oder nicht. Hätten wir machen können, aber der Kunde wollte halt bei der Gelegenheit direkt dann auch eine neue Grafikkarte, denn wir haben oder ich habe ihm vorgeschlagen, im Prinzip hier ein Kit zu verwenden mit einem aktuellen i7 Prozessor und dann entsprechend 64 GB RAM. Und dazu dann, wenn das Budget reicht, die entsprechende Grafikkarte. Und so habe ich eigentlich diese Komponenten ermittelt. Jetzt geht es in eurer Ermittlung noch darum, welche Kartensteckplätze sind belegt. Weil das müsst ihr ja auch dann, je nachdem, was für ein Board ihr habt, müsst ihr das ja dann auch berücksichtigen oder haben wollt. In dem Fall sind hier zwei so kleine PCI-Steckplätze und eine große PCI-Express-Steckplatz hier für die Grafikkarte. Nämlich hier haben wir einmal eine Soundkarte und eine WLAN-Karte, die wollte der Kunde in der Form erhalten. Und somit müsste ich natürlich darauf achten, dass wir auf jeden Fall diese drei Steckplätze dann zur Verfügung haben. Ich habe dann mich in gemeinsamer Absprache mit dem Kunden für eine GeForce RTX 4060 Ti entschieden, die locker die Anforderungen erfüllt. Und ich habe mir hier so ein Aufrüstkit geholt, wo im Prinzip ein i7 Prozessor, der ich glaube 13. Generation ist, mit einem entsprechenden Kühler. Das wurde so geliefert, da hatte ich auch schon Short zu gemacht. Interessanterweise, ja, also das ist hier so tatsächlich so geliefert worden. Ja, ich mach das mal. Ja, so als fertiges Kit, ja, also
Naja, ist ja Geschmackssache, aber wir hoffen mal, dass es läuft. Und dann haben wir hier auch zwei entsprechende Rambausteine dazu. Und das ist jetzt ein Micro-ATX-Board und deswegen hier nochmal wichtig der Hinweis zu den Steckplätzen. Einmal haben wir hier den ganz normalen für die Grafikkarte und die zwei kleinen PCI Express. Und hier geht es tatsächlich darum, habe ich ausreichend Steckplätze, sollte jetzt also passen. Und dann haben wir natürlich immer beim Board dabei diese Rähmchen. Und wichtig ist, dass wir halt auch dann letztendlich ja, alles soweit aufnehmen können. Steckplätze sind natürlich auch wichtig. Wir haben hier auf dem Board vier Stück. Zwei hier so vorne und zwei da an der Seite. Das reicht also auch für die aktuellen Komponenten. Und der Rest sollte eigentlich soweit kompatibel sein. Die Stecker haben Gott sei Dank in den letzten Jahren so, sagen wir mal, so eine einheitliche Steckerlösung gefunden. Das heißt, wir werden hier sicherlich die ja, Start-, Stopp- und Reset-Knöpfe von dem Gehäuse auch übernehmen können. Ja, um die Komponenten dann auszubauen, legt ihr euch den am besten im Prinzip hier auf den Rücken. Dann habt ihr eine schöne Übersicht. Jetzt geht es darum, natürlich die einzelnen Kabel zu entfernen. Ich schlage vor, dass ihr alle Kabel, die jetzt an den Komponenten sind, die ihr nicht ausbauen wollt, dass die alle dabei dranbleiben, weil dann habt ihr nachher weniger Irritation, wo kommt was hin. Klar, der eine oder andere wird da auch so mit zurechtkommen, aber wir wollen natürlich uns das so einfach wie möglich machen. Deswegen werden wir die Sachen einfach an, da quasi Festplatte an Festplatte lassen. Und so weiter. Ne? Stecken wir die hier rein, dann sind sie schön an der Seite. Und CD-ROM-Laufwerk ist auch noch da. Und dann kann man die hier schön schon mal einzeln abmachen. So, dann müsst ihr die einzelnen Schrauben natürlich entfernen. Wir haben hier so schöne, ja, größere, wie heißen sie? Keine Ahnung, Rändel? Keine Ahnung. Naja, Schrauben halt. Wenn die nicht so feste sind, dann kann man die ganz lose machen. Ansonsten kann man die auch hier nochmal. So, ich nehme die Sache mal eben raus und dann geht's weiter. Ja, wo wir gerade so schön am Fummeln sind, kommen wir jetzt mal zum Sponsor dieses heutigen Videos. Stell dir vor, du könntest die Ausgabe an deinen Haushalt, die Energieproduktion deiner Paneele und den Ladestand deiner Solarbanks direkt von deinem Smartphone aus überwachen und steuern. Genau das ermöglicht dir die Anker-App. Mit ihr hast du nicht nur die Echtzeitdaten immer griffbereit, sondern auch die Kontrolle über dein gesamtes Energiemanagement. Aber es gibt noch mehr. Die App bietet dir detaillierte Einblicke in deinen Energieverbrauch und gibt dir Tipps, wie du noch effizienter werden kannst. Außerdem kannst du mit ihr die Energieverteilung anpassen, um sicherzustellen, dass du immer genug Strom hast, wenn du ihn am meisten brauchst. Und das Beste? Die Einrichtung ist denkbar einfach. Mit ein paar Klicks ist die App verbunden und bereit, dir ein ganz neues Level an Kontrolle und Einblick in dein Energiesystem zu bieten. Und damit sich das Ganze für euch lohnt, habe ich euch unten in die Videobeschreibung einen Exklusivcode mit 15% Rabatt auf die neuesten Aktionen sozusagen direkt reingeschrieben. Das heißt, am besten surft ihr mal bei Anker vorbei, schaut euch die Produkte an und wenn ihr noch nichts gekauft habt, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, nutzt einfach die 15%. Habt ihr die Schrauben los, könnt ihr die Karten in der Regel so nach oben abziehen. Hier ist jetzt die Antenne, das ist gerade hakt ein bisschen. Hier ist auch schon der Soundblaster raus. Ne? Dann kann man schauen, weil die werden wir gleich wieder benutzen. Bei der Grafikkarte ist es ein bisschen anders. Da gibt es hier hinten, da gibt es so einen Nipsel, den müsst ihr so runterdrücken. Und dann ein bisschen mit zwei Händen, die könnt ihr die dann rausholen. Ihr müsst aber diesen hier runter und nach hinten. Ganz wichtig, der ist da hinten in der Regel. Manchmal kommt er auch von da dran, aber das ist nämlich dieser hier, dieser, ne? Müsst ihr so ein bisschen runter und nach hinten und dann könnt ihr eigentlich, genau, könnt ihr die auch rausholen. Nur keine Gewalt, das ist ganz wichtig, ne? Und dann passt das. Ja, schönes Teil, hat aber ausgedient. Da will ich natürlich empfehlen, dass ihr die weiterverkauft, weil da, die kann man ja gut verwenden, da wird sich noch einer freuen. Ja, ansonsten, der RAM, der kann dann in dem Fall drauf bleiben. Die CPU kann in dem Fall drauf bleiben, wenn wir jetzt keine ja, was soll ich sagen, also keine Sachen im Weg haben, ne? Weil wir müssen jetzt hier noch ein paar Schrauben lösen. Ihr habt ja diese Schrauben von dem Board. Und da ist noch wichtig, dann, dass wir nachher die auch wieder an der richtigen Stelle reinmachen. Das gucken wir uns aber dann bei der Montage an. Dann müsst ihr die Stecker lösen. Und da wird es natürlich interessant. Die sind Gott sei Dank hier so beschriftet. Und da ihr in der Regel
Hier ganz viele Einzelstecker, spooky, aber Gott sei Dank auch alle beschriftet. Und da ihr in der Regel ja vom Board, von dem neuen, dann eine Anleitung habt, Speaker, dann bekommt ihr da auch eine weitere Möglichkeit, die wieder reinzumachen. Dann haben wir hier den USB, der passt sowieso nur an einen, ne? Also für die Front-USB. Und hier haben wir jetzt schon Sicht auf die Schraube hier unten, die ihr nicht seht, weil ich da mit der Hand vor bin. Und dann müssen wir gucken, wo sind überall Schrauben. Die sind in der Regel in der Ecke, in der Mitte und hier auch. Das sind jetzt hier in diesem Fall schwarz und die nehmen wir jetzt erstmal alle raus. Dann können wir den Stromstecker, den habe ich schon gezogen, das ist der Hauptstecker. Ja, und dann müsste das Board eigentlich dann gleich schon raus. Ja, habt ihr alle Schrauben entfernt, dann könnt ihr Hebelwirkung lauten lassen, weil das sitzt manchmal ein bisschen fest. Sollte aber trotzdem ganz gut locker rausgehen, so wie jetzt auch, genau. Denn ihr müsst eins bedenken, wenn da noch eine Schraube drin ist, dann geht das nicht so locker. Und da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr das hinkriegt. Und jetzt müssen wir das hier so ein bisschen rausangeln. Gucken wir, ob noch Kabel dran sind. Ah, guck mal, hier ist noch ein Kabel von dem irgendwas hier. Hoppla, da, Kabel. Da kommen wir raus. Jumper 1 oder was? Keine Ahnung. Gucken wir gleich mal. Und dann nehme ich jetzt lieber zwei Hände und dann versuche ich das hier mal vorsichtig raus zu angeln. Da ist das schöne Teil, da ist es raus. Wirklich schade, ne? Ein Meisterwerk der PC-Kunst, alles dabei, was man gebraucht hat seinerzeit, aber ist halt mittlerweile zu lahm. Schade eigentlich, aber wie gesagt, wenn ihm ja empfehlen, das weiter zu veräußern, dann kann er da bestimmt jemanden finden, der das gerne abnimmt. Wenn ihr mal den alten Rahmen rausgedrückt habt, könnt ihr den neuen Rahmen reindrücken. Hier müsst ihr einfach gucken, wie sind die Komponenten auf dem neuen Board sozusagen. Und dann sieht man, ah super, das passt also. Nur hier sind noch zwei Anschlüsse. Da müssen wir noch das Blech da rausmachen, hier das innenliegende. Und dann können wir den hier so reinstecken. Nicht vergessen, im Nachhinein geht das nicht mehr. So, jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Nämlich die Schrauben, die wir hier zurückgelassen haben, beziehungsweise die Stege, die wir hier zurückgelassen haben, passen die zu dem neuen Board oder passen die nicht? Da müsst ihr jetzt drauf achten. Wir haben also hier neun Schraubenaufnahmen sozusagen. Davon werden wir schon mal die hintere nicht brauchen, weil das Board ist wesentlich kleiner. Und dann müsst ihr gucken, ob das dann dazu passt. So, und jetzt werdet ihr sehen, das ist wirklich wesentlich kleiner. Dann kann man nämlich hier schauen, von den Schrauben her passt das. So, wenn ihr jetzt hier schaut, Loch, 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 super, das passt. Das gleiche haben wir hier auch, Loch, Loch, Loch. Und wie gesagt, die werden wir nicht brauchen. Das können wir gleich, müssen wir mal gucken. Am besten zur Vollständigkeit halber hier eins von diesen Dingern umsetzen, um die Aufnahme hier zu gewähren. Jetzt müssen wir da gucken, da wäre sie schon. Das ist soweit okay. Warte, so müssen wir das machen. Ja, also hier müssen wir auf jeden Fall, sehe ich gerade, die auch umsetzen. Also die passen tatsächlich hier nur da. Da passen sie. Ja, die wären jetzt nicht vorhanden. Das heißt, wir werden die hier entsprechend umsetzen, damit wir dann uns sicher gehen, dass keine andere noch darunter ist, damit wir hier dann auch ein bisschen Druck noch ausüben können. Ja, aber das ist kein Problem. Ich habe dafür extra hier so ein Aufnahmewerkzeug. Ihr könnt da bestimmt eine Zange für benutzen. Ja, hier so ein extra Schrauber, mit dem ich das machen kann. Und dann können wir das Board gleich wieder festschrauben. Ja, nachdem alle Schrauben festgeschraubt sind, geht es natürlich darum, erstmal wieder die Stromverbindung herzustellen. Das sieht dann soweit ganz gut aus. Ich habe den Stecker schon mal reingesteckt. Dann haben wir den CPU-Strom. Der war ja vorher auch da. Den können wir auch wieder reinstecken. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie wir die anderen Komponenten hier verbinden. Also hier war jetzt ein Lüfter. Ist vorne verbunden. Der Lüfter vorne. Müssen wir gleich einen Steckplatz suchen. Und so weiter. Dann haben wir ja hier die USB und die anderen USB, die ganzen Steckerchen, das suchen wir uns gleich aus, beziehungsweise schauen kurz in der Anleitung, die dabei ist, und dann können wir die dann gut zuordnen. Ne, das müsst ihr sehr gewissenhaft machen. Vielen kleinen Kabelchen müsst ihr eigentlich auch keine Angst haben, denn das ist auch im Board gut beschrieben. Da gibt es also HD, LED, der Power-Button, der Reset-Button und dann noch Festplatten-LED. Und wenn wir jetzt hier mal genauer gucken, mal gucken, ob ich euch das zeigen kann, dann sind hier sogar, ohne dass ich das die Anleitung bemühen muss, sind die hier alle wunderbar beschriftet. Ne? Seht ihr das? Das heißt, ich kann mir ganz normal dann im Prinzip jetzt hier anhand dieser Beschriftung kann ich mir die da stecken und dann sehe ich schon genau, wie ich die da reinpacken muss.
Hätte ich mehr Hände gehabt, hätte ich euch gezeigt, wie ich die ausgepackt habe, weil das ist natürlich immer wieder ein Erlebnis, hier so eine schöne Grafikkarte auszupacken. Ist ja klar. Aber ist natürlich nicht ganz so wichtig wie das Video. Bitte nicht vergessen, hier den Schutz abzumachen. Ganz wichtig. Und dann vorsichtig die Grafikkarte da einführen, damit wir sehen, dass wir auch Platz haben. Sollte aber alles passen, war ja vorher an der gleichen Stelle. Und bin ich mal gespannt. Für mich erfahrenen alten Hasen, wenn ich das so sagen darf. Darf ich das so sagen? Keine Ahnung. Ist jetzt natürlich immer ein spannender Moment. Ich habe die Komponenten alle eingebaut. Ich habe sogar die anderen Karten auch schon eingebaut, weil die ja vom Grafikteil, vom Treibern auch schon alle installiert sind. Weil wir nutzen ja erstmal den sein System. Und jetzt müssen wir mal gucken. Achso, vielleicht vorher einmal den Strom anmachen. Zack, ganz wichtig. Und dann müssen wir mal gucken, ob das jetzt tatsächlich sofort startet. Wenn wir auf den Startknopf drücken. Das sieht schon mal gut aus. Das heißt, den Startknopf haben wir auf jeden Fall schon mal richtig installiert. Das ist ja schon mal gut. Jetzt hoffen wir auch, dass ein Bild kommt. Einen Ton haben wir zumindest schon mal. Sieht da auch gut aus. Und wir haben ein Bild. Das ist natürlich auch schon cool. Das heißt, mal gucken, ob er direkt ins BIOS geht oder ob er sogar direkt startet. Ich habe nämlich die Festplatten, der wird einmal jetzt resetten, weil er die Karte erkannt hat, genau. Ich habe nämlich die Festplatten, wieder so angesteckt, wie sie waren. Und es sieht so aus, als wenn er tatsächlich das Bootmenü sofort erkannt hat. Also die Bootfestplatte, das ist nämlich die kleine SSD hier. Und er hat sie auch wahrscheinlich gefunden und jetzt macht er auch direkt die Geräte betriebsbereit. Das heißt, ich werde ihm natürlich jetzt erstmal ein Internet verpassen. Das sieht doch alles schon cool aus. Ne? Internet verpassen und dann können wir dann gleich die Treiber laden. Ja, da wird sich der Besitzer freuen, ich aber auch, weil wir haben hier tatsächlich Hardware inklusive meiner Installationskosten und von gut 1.300 €. Da wollen wir natürlich dann auch hoffen, weil natürlich, dass das alles klappt. Jetzt muss ich hier gerade mal die Maus führen, weil jetzt geht es natürlich los, an die verschiedenen Treiber nachzuinstallieren. Er möchte jetzt hier Gigabyte Control Center alles ran. Wir geben ihm natürlich jetzt erstmal alles, was er braucht, damit wir die optimale Treiberstruktur haben. Und dann werden wir gleich natürlich den Windows 11 Kompatibilitätstest machen und mal gucken, ob der Rechner gut genug ist, dass wir dafür Windows 11 installieren können, weil das war ja eigentlich die Uraufgabe. Ich habe zwar geguckt, also bei dem Spiel ist Windows 11 nicht Voraussetzung, aber ich nehme an, dass Windows 10 ist nicht genug geupdatet, dass das darauf nicht läuft, weil da möchte der da nämlich das verweigern, die Leistung, aber das werden wir gleich hinkriegen. Ich bin froh, dass es läuft. Perfekt. Ihr seht, auch für mich immer wieder spannend. Ich habe euch extra mitgenommen, diesen Anschaltmoment, weil das tatsächlich echt immer spannend. Klappt alles. Sind die Komponenten, die du gekauft hast, auch funktionsfähig und. Der wird natürlich jetzt noch ein paar Belastungstests kriegen. Wie gesagt, Treiber nachinstallieren. Alles, was man so braucht. Dann werde ich die Kabel noch ordentlich quasi mit so Strapse verbinden. Ich habe dann auch gesehen, ein Lüfter muss noch angeschlossen werden. Da ist das Kabel aber gerade zu kurz. Das heißt, ich muss entweder Verlängerungskabel machen oder nochmal umlegen. Das heißt, ich muss die Rückseite mal abmachen, damit ich das Kabel umlegen kann. Also, aber ansonsten bin ich super, super zufrieden. Seid ihr auch super, super zufrieden? Dann macht einen Daumen hoch. Habt ihr Fragen, Kommentare, Änderungswünsche, Verbesserungsvorschläge, die natürlich unten in der Kommentarfunktion. Kanal vergessen nicht zu abonnieren, dann seht ihr öfters solche Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, eins haben wir noch vergessen. Dann gucken wir doch mal schnell, ob der denn tatsächlich in der Lage ist, Windows 11 zu installieren. Natürlich ist er in der Lage. Hätte uns auch gewundert. Ist doch wohl ganz klar. Das heißt also, das Update werden wir natürlich noch machen. Finde ich natürlich cool, dann hat der Kunde seinen Wunsch erfüllt. Perfekt.